Ich habe mich entschieden. Ich gehe zurück zur Erde. Nach Hause. Und in den sicheren Tod. Leb wohl, Anders. Dein Angebot war scheiße. Aber du hast mir was Besseres gegeben. Wovon redest du bitte? Früher war der Tod ein unausweichlicher Teil meines Scheißlebens. Du aber hast mir die Wahl gegeben, ihn zu meinen Bedingungen zu akzeptieren. Thing of beauty will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you're everywhere. Wie? Wie ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Pass auf dich auf. Hey, wie? Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit hab ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles. Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, wie, wenn du je die Chance bekommst, hau ab und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, Kumpel. Hey, wie? Wie läuft's so? Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer. Mein Kühler ist durchgeschmolzen. Es sind mehr als 30 Grad im Schatten. Ein Sandsturm nach dem anderen. Also, du verpasst was. Aber mal im Ernst. Uns geht's gut. Saul und ich kommen irgendwie miteinander klar. Die Familie wird immer größer. Die Arbeit stapelt sich. Aber ist immer gut, wenn man Beschäftigung hat. Stimmt's? Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich vermutlich immer noch durch Night City stolpern. Wollte mich nur kurz bei dir bedanken. Für alles.
Ich wäre immer noch völlig planlos, wenn du mich nicht in die richtige Bahn gelenkt hättest. Na gut, wie? Wir hören uns bald. Meld dich mal wieder. Hallo, wie? Saul hier. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass ein gewisser Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast, aber denk dran. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, Wie. Gehörst zu den Aldecaldos. Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf? Okay, also... Wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Raffenschiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten einen Teufelskerl wie dich gebrauchen, Wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht, aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Rogue hier. Ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie? Ich hab mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, um genau zu sein. Erstens, er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Hört zu, ihr beiden. Passt gut auf euch auf, ja? Hey, wie, gerade ist was Lustiges. Ach, scheiße, schon wieder der AB. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Data-Term-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Ach, was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrex hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche... Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, es könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst, okay? Wie, hey. Also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleichzumachen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Für eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorg dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich, Wie. Wir sehen uns. Hallo, Wie. Mir kam zu Ohren, dass du weniger als 6 Monate zu leben hast. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit verbringen willst. Vielleicht willst du die Füße hochlegen, entspannen, über den Sinn des Lebens nachdenken. Oder du tust weiterhin das, was du am besten kannst. Sollte das der Fall sein, mein Vater und ich würden uns gerne deiner Dienste versichern. Du wirst gut entlohnt werden. 6 Monate sind schneller vorbei, als du dir vorstellen kannst. Es wäre zu schade, diese Zeit zu vergeuden. Hey, Wie. Jefferson Perales hier. Du weißt schon, Bürgermeister von Night City. Ich rufe an wegen unseres jüngsten Programms gegen die Obdachlosigkeit. Was hältst du davon, Chef meiner Leibwache zu werden, hm? Wie du weißt, gibt es nicht viele Leute, denen ich vertrauen kann. Und nächste Woche werden wir die Kommunalsteuern erhöhen. Also könnte die Situation etwas haarig werden. Komm vorbei und wir werden ein gutes Angebot aushandeln. Ich bin kein Geizhals, wenn es um Sicherheit geht. Na schön. Also, wir hören voneinander, Wie. Hey, Wie. Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und...
Oh je. Der Narr, der Mond, die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Vi. Das ist mein Ernst.